Schön, dass Sie sich Zeit nehmen für ein Kreuzverhör mit goldenekamera.de. Wie lassen sich Ihre Ermittler beschreiben, Franziska und Friedemann? Die gehen ganz in ihrem Beruf auf. Und deswegen sieht man sie jetzt auch erstmal nur an der Arbeit. Ich glaube, entscheidend ist, dass sie sich schon sehr lange kennen und dass sie sozusagen bestimmte Konflikte, die es bei anderen gibt, nicht unbedingt sofort ausagieren, ja, sondern sie hängen in dem Fall und arbeiten gut zusammen. Gut funktionierendes Kollegenpaar. Ja, zum Ermittlungsterrain. Der Schwarzwald, was macht dieses Revier besonders? Die Natur, dass viele draußen sein, dass wir eigentlich nicht in der Stadt ermitteln, sondern sozusagen an der frischen Luft, also an den umschlagenden Wettern, und die Tatsache, dass die Natur immer eine Rolle spielt. Also dass es nicht unabhängig ist, ob es im Frühjahr, im Herbst oder im Winter ist, sondern dass es unmittelbar Einfluss auf den Fall hat und unmittelbar Einfluss auf die Menschen, die sich dort bewegen, und auf die Ermittler auch. Also der Wald, der Schwarzwald, trägt auf jeden Fall zum Ernst der Lage bei. In der ersten Episode Goldbach liegen jede Menge Waffen versteckt im Wald. Der Tatort ist ja auch bekannt dafür, dass er sozialkritisch ist. Könnte denn hier die Message sein? Eltern, kauft nicht so viele Waffen, und falls doch, versteckt sie besser vor euren Kindern? Diese Tatsache, dass dass es hier ein relativ strenges Waffengesetz gibt, schon seinen Grund hat. Dass eben das praktisch Möglichkeiten sind zu töten, die schon eine enorme Machtfülle sind. Und da haben wir, glaube ich, schon sehr viel Respekt, und das ist vielleicht eine Message, die man, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, sagen kann, dass es schon, dass sozusagen, ich finde, die haben wir beide, glaube ich, festgestellt, dass wir schon froh sind, dass wir im Land leben, wo jetzt man nicht in jeder Situation damit rechnen muss, dass einer vielleicht, mit dem man sich gerade streitet, eine Waffe eine geladene Pistole hat. Und gleichzeitig, Entschuldigung. Nein, gut. Und gleichzeitig gibt es dort ja Waffenhersteller in Baden-Württemberg, die in die ganze Welt exportieren. Und man darf einfach nie vergessen, selbst wenn jemand nur Sportschütze ist, was er da eigentlich spielt, ist, jemanden zu töten, also ein Mensch oder ein Tier. Aber es geht darum, eine Waffe ist ein Instrument, um zu töten.